willkommen bei den Elektroniker-Azubis der DESMA. Mein Name ist Manuel Teilmann und ich mache hier bei der DESMA eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik. Wir sind hier in der Elektroecke der Lehrwerkstatt und hier lernt man durch einen geregelten Ablauf die Basics unseres Berufs kennen. Im ersten Ausbildungsjahr werden die beruflichen Grundkenntnisse des Elektronikers vermittelt. Im zweiten Ausbildungsjahr werden diese vertieft und in Form der Abschlussprüfung Teil 1 abgerufen. Das Wissen daraus kann man dann im dritten Jahr bei den Abteilungsdurchläufen und Projekten ausbauen. Im vierten Ausbildungsjahr wird man in die Abteilung eingearbeitet, in der man später als Facharbeiter arbeitet. Zusätzlich bereitet man sich auf die Abschlussprüfung vor. Alle Azubis, die bei uns ihre Ausbildung beenden, werden als Facharbeiter übernommen. Das hier ist eines unserer Projekte. Dieser Saftspender wurde von Elektronikern, Werkzeugmechanikern und Industriemechanikern zusammen designt und aufgebaut. Er wird hauptsächlich bei Betriebsfeiern verwendet und ist dabei sehr beliebt. Mit dieser Minimaschine hier drüben stellen wir eines unserer Endprodukte in klein aus. Sie repräsentiert die Grundfunktion unserer Maschinen und ist bei jeder Ausbildungsmesse mit dabei. Auch sie entstand durch die Zusammenarbeit als ein Projekt der Azubis. Hier befinden wir uns im Spritzenbau, wo Spritzen vorbereitet werden. Aber nur keine Angst, die stechen nicht. Sie sind zum Einspritzen von Gummi in die vom Kunden gewünschte Form. Wir Elektroniker bereiten für diese Spritzen die Verteilerkästen vor, verlegen dann die Leitungen und setzen Sensoren ein. Hier in der Endmontage erwachen unsere Ungetüme zum Leben. Dabei ist es die Arbeit der Elektroniker, den Schaltschrank und die verschiedenen Verteilerkästen zu verdrahten und anzuschließen. Ein weiterer Einsatzort für Elektroniker ist das Technikum. Hier arbeitet man unermüdlich an Innovationen, führt zum Teil mit Kunden zusammen Versuche durch und gibt den fertigen Maschinen den letzten Feinschliff. Das war's erstmal von den Elektronikern. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schau doch einfach mal bei uns vorbei. Wir haben auf unserer Homepage eine tolle Karriereseite mit offenen Stellenangeboten für eine Ausbildung, welche Ausbildungsberufe wir anbieten und ausbilden, verschiedene Mitarbeiterinterviews und alle Benefits, die die DESMA euch als Azubi anbietet. Kommt zu uns und werde Teil des DESMA-Teams. Bewirb dich jetzt!